He did kiss you, didn't he? Come on, Rose. I thought we were through with that. I want you to tell me about that night with Mitchell Anderson. There is nothing to tell. All right. Then tell me about nothingness. I'd like to hear a big account of nothing. Ja, mein Nachbar. Wir verstehen uns sehr gut. Klingt verlockert. Außerdem ist er reich. Klar, kann der Gary natürlich nicht mithalten. Er ist klein, mollig und hält sich mit Gelegenheitsjobs über. Naja. Wenn es dir hilft, könntest du ein paar Tage zu mir ziehen. Ich bin eingesperrt. Und kann kaum noch atmen. Ich hasse diesen Mann. Kann ich brauche ihn ringen, das Geld stehen im Araber. David, wann machst du denn endlich Fotos von mir? Was hat er denn? Der Herr ist heute schief gewickelt. Ja, was kann man denn da machen? David, schon ein bisschen zu fest. Was, du kommst mit dem Giovanni. Nach zwei Vierteln Napolicella. Ist wieder gut aufgelegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du wirst überhaupt nicht gefragt. Conny, schreib's auf, wir gehen. Ciao. David, was soll denn das? Es war ja nicht so arg. Komm, drück mal ein bisschen auf die Tür. Was ist los mit dir? Wirst du die Zeitung kommen? Entmensch, der Autofahrer schlägt. Was hast du gesehen? Der Radfahrer in K.O. Halt die Goschen. Ich gebe nicht das Zeuge. Ja, Mai, was ist denn? Nun fahr doch. Halte sie doch auf. Hat er schon gelernt? Mm-mm. Heute ist Zahltag. Dein Guthaben ist verbraucht. Leck mich. Oh, haben wir schon. Beide. Was bist denn so fahrig? Gib ihm nur einen Trampel.